Willkommen zurück. Heute möchte ich euch ein Fixit Knife vorstellen. Mal was anderes auf meinem Kanal. Jeder, der mich kennt, oder besser gesagt meinen Kanal kennt, weiß, ich stelle gerne meine Sammlung über Taschenmesser vor oder Folder oder meinetwegen Klappmesser von günstig bis teuer. Aber heute muss ich euch ein feststehendes EDC-Messer vorstellen, was einfach nur wunderschön ist. Wir haben hier, wie ihr sehen könnt, noch mehr wunderschöne Messer. Heute geht es allerdings um das BFF Packlight. Ein Fixed Knife allererster Sahne. Das erste, was ich mir dieses Jahr geholt habe. Nee, stimmt gar nicht. Das zweite, was ich mir dieses Jahr geholt habe. Das erste war nämlich das SK09. Das stelle ich euch in einem anderen Video vor. Auch ein Traum. Ja, wie gesagt, kommen wir zurück zum BFF Packlight von Böker aus Solingen. Wir haben hier ein Messer in MagnaCut Stahl, rostfreier Hochleistungsstahl, schnitthaltig vom Feinsten, korrosionsbeständig, also wirklich ein Traum-Messerstahl. Ich bin einfach nur begeistert und ich hasse eigentlich Fixed Knives, also ich hasse feststehende Messer. Für den EDC-Bereich ist das gar nicht so mein Fall. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe hier nicht einen Kratzer auf diesem Messer. Ich arbeite damit wirklich sehr viel. Und jetzt kommt's, bitte bringt mich nicht um. Ich mache damit auch ein Bierchen auf. Also hier passiert einfach gar nichts. Das ist wirklich ein wunderschönes Messer. Designer ist hier der Lucas Burnley. Ich weiß auch gar nicht, was ich groß dazu sagen soll zu diesem Messer. Mir wurde es auch nicht gesponsert. Gar nichts. Selbst gekauft. Wir haben hier ein wunderschönes Messer mit 15,5 cm Gesamtlänge. Die Klinglänge hat so ein leichtes Stonewash-Finish, ist 6,5 cm lang und das Messer kommt noch in so einer Kugelkette. Ist jetzt nichts für mich, so ein Messer hänge ich mir einfach nicht um den Hals. Wäre natürlich dafür prädestiniert, aber ja, ich bin einfach kein Freund von Neckknives, bin ich auch ganz ehrlich. Wir haben noch ein leichtes Jimping für gutes Arbeiten. Und das Messer, muss ich auch dazu gleich sagen, ist wirklich sehr, sehr schmal. Ich glaube, wir haben hier eine Breite von 2,4 bis 2,5 mm. Und das Gute daran ist halt, dass diese Kydex, die mitgeliefert ist, die übrigens sehr gut gearbeitet ist, keine Kanten, kein gar nichts, die Kydex ist fast genauso schmal. Also wenn ihr das mal sehen könnt, das Messer passt in jede Arschtasche, vorne in die Tasche rein. Das ist einfach ein Traum. Ich habe jetzt hier zur Verlängerung noch so ein Lanyard dran. Fühlt sich einfach besser an in der Tasche, gerade so wie ich das trage. Ich habe jetzt hier noch den Vibrate Organizer und da passt das Messer hier einfach hinten rein. Kann ich direkt vorne in der Hosentasche tragen, auch in Shorts. Nimmt keinen Platz weg und vom Gewicht her, also die extra 30 Gramm, die das Messer wiegt mit Kydex, das ist lächerlich vom Gewicht her. Also ein wunderschönes EDC Fixed Knife, was ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Ich habe das Messer auch immer im Lesezeichen drin, bei mir auf dem Laptop. Es ist immer ausverkauft. Ich habe keine Ahnung, entweder kommt da zu wenig geliefert oder ich habe keinen Plan. Es ist wirklich immer ausverkauft, auch jetzt, wenn dieses Video kommt, sage ich jetzt einfach voraus, auch wenn dieses Video in einem Monat erst kommt. Es ist immer ausverkauft. Deswegen, beeilt euch. Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Und kommen wir einfach mal zum Größenvergleich, dass ihr mal sehen könnt, wie es ungefähr im Vergleich zu einem Anox ist. Tada! Ja, das soll es gewesen sein. Merkt es euch, das BFF Packlight in MagnaCut Stahl. Ein Hammerteil für, jetzt kommt's, 90 Euro, das ist wirklich ein Schnäppchen. Man muss natürlich auf diesen Style stehen. Dieses skelettierte oder meinetwegen auch Naked Knife muss man einfach mögen. Der eine oder andere kann natürlich auch noch Parker drum bügeln. Aber dann hat es natürlich nicht mehr dieses Flache, was einfach überall reinpasst. Auch für große Hände geeignet, könnt ihr sehen. Richtig schönes Messer. 1A. Bis bald.